Hallo, wir machen Vektorrechnung und als erstes müssen wir da mal wissen, was ist eigentlich ein Vektor? Da muss ich eine kleine Vorrede halten. Es gibt die Schulmathematik und es gibt die Universitätsmathematik. In der Universitätsmathematik wird axiomatisch vorgegangen. Es wird nicht richtig definiert, was ein Vektor ist, sondern man sagt einfach, dass also alles, was die und die Eigenschaften hat, ist ein Vektor. In der Schulmathematik macht man das anders. Man geht anschaulicher vor und da ist zu beobachten, dass Schulbücher immer wieder so versuchen, das doch ein bisschen universitätsmäßig zu machen. Dann ist von Repräsentanten die Rede, von Äquivalenzklassen ist die Rede, ohne es eben wirklich stringent zu definieren und das auch durchzuhalten. Ich kenne kein Schulbuch, in dem das wirklich richtig durchgezogen wird, diese axiomatische Definition. Deshalb habe ich mich hier entschieden, ich mache das wirklich anschaulich, ich mache es trotzdem korrekt, mathematisch korrekt, aber ich lasse diese Repräsentanten und Äquivalenzklassen raus. Das kann man viel kompakter und viel. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.